Sava Rabba, Rab Shimon Sofer. אבא של גברת וגשל, הרב וולף קורניצר, שהוא נכד של הרב שמעון סופר. שם כאן אמריקה, עם בלגנים מיליטאיה, עם ברוך השם, אז קראתם את גבול. הנשי גשם בהם. שנסע לפני ה... מלחמה ומיד לארצות הברית, מיד לקחו אותו, גייסו אותו, והוא ברוך השם נצא. שתי הפתחתם מספרינגן ביסנטיש. זה איזה מיד אופטוס? לא, אדוס איש. זה איזה מיד אופטוס? כן, זה אין אופנטיש. ביסנט כבר לא אוהב, אני מרגיש מילי, אין באלטר היי. לא, אני שוב מנגות שלי, פאפה, יש גבין, זה... Er hat sehr lieb gehabt Menschen. Sie ist zu ihm gekommen, wie er gesehen, bis mittlerweile für ein Jahr hat er bald gesagt, schon mal nach. Er hat bald eingeladen. In dem Stück der Jugend, wenn insgesamt gewesen Kinder, ist gekommen sehr sach Menschen von Polen und von Ungarn. In der Brüder sahen... Wer hat gewohnt? Antwerpen, Belgien. Ah, er hat gewohnt in Belgien? Ja, ich bin geboren in Frankfurt am Main. Selbe Schule wie der Hassam Seufel. Und sie haben gelebt schon vor dem Krieg in Belgien. Nur doch der Krieg, mein Gott sei Dank, Vater ist gewesen ein Österreicher von Kaiser Franz Josef. Und sie gewesen, der Krieg, 1914, hat er gemisst weg von Belgien. Sie haben meine Eltern gekommen nach Frankfurt am Main. Und ich bin dort später geboren. Später sind wir zurück, nach dem Krieg sind wir zurückgekommen. 1920, 21, sind wir zurückgekommen nach Belgien. Und wir sind in 1925 ist der jüngste Bruder geworden, Krugwerhof. Ja. Krugwerhof ist jeder Jahr, wo sie gefahren von Beudeln, und sie gebeten, guck mal ruf, sonst gehen wir Adresse, wie zu kommen, sind die ein Fremdland. Und jeder hat er ja immer geschickt zum Frieden. Und gekommen bei uns, Menschen haben gegessen bei uns. Meine Gottmama hat gekocht, in jedem Schabbat sie gewesen, ein fremder Gast. Fremde. Sind gewesen am Mille. Ich bin in Ungarn gekommen mit zwei Brüder, die als Kinder haben gemacht, Häuschen und so. Pater schon. Ein Heuchel gewesen, ein Brüder in einer Kleine. Sie haben sie bei uns gegessen, 6 Wochen. In Luchten ist mein gottseliger Papa, ich gewesen in der Diamantbörse. Und hat gerade eine Sache bekannt, jeder hat den gekannten Krug, wo ruf sie ihn. Und die meisten Menschen in Antwerpen sind gewesen von Kruge. Und sie sind gewesen größer Diamantes. Und sie sind gefahren nach London, ankäufen Diamant. Ein Syndikat. Und haben sie doch mitgenommen Geld. Und als er jeder hat gewollt, fahren nach London, hat er gemisst aufzeigen 10 Pfund. Der mit 10 Pfund, ich will das sehr sachgeld. Und hat es nicht so gehabt. No, mein Gott, der Papa hat einmal erledigt, als er Diamanten ist gefahren, hat er als auch einen Mann mitgeschickt. Und bei der Kränitz hat er ihm gegeben, die 10 Pfund aufzuzeigen. Mhm. Und so haben sie kein Fuhren gelungen. In Wachel haben sie gesehen, kein Amerika zu fahren. No, von Kalon hat mein Gott, der Papa eine Sache erledigt von Menschen, so können mitfahren mit der Diamanten. Und so ist eine Sachmenschen gekommen zu uns, in Armut gewesen. Ich habe gerade gestern gesucht, zur Nächte, als mein Gottpapa sehr lieb gehabt, Menschen, ich habe es noch mittug, sind als Menschen gekommen allein, die Männer ohne die Frau. Keine kommen sich ein paar Nüsse. Ich hatte
sie eingeladen, sie haben gegessen. Die haben nicht alle bei uns gegessen. Nur sind gekommen, und gerade in dem Spruch einer, was hat gerade ein Restaurant, nach dem Essen sind sie alle gekommen zu uns. Mein Gott, Mama hat auch gebacken in zwei große Kirchen. In Gott, Papa hat auch gekocht vier scheiniges Wasser, sonst auch Wasser. Und uns Kinder haben alle gemischt gegeben, gib ein Gläschen Teig für Monsieur Chaimowitsch, gib ein Gläschen Teig für den. Entschuldigung. Ja. Es fleckt man kommen Schabes. Ja, Schabes auch mit. In den Kindern haben wir auch noch gemischt gegeben, Teig ist da. Juchner sind schon zu viel gewesen. Kinder wussten zumindest gerade kein Interesse von den großen Menschen. Und mein Gott, sein Papa hat gewollt, die Menschen haben sich mal heilig gewesen. Siehst du, ich habe es mit, wie sie mal Schiebwitsch können sitzen. Und wir haben getrunken, Teil. Er hat sehr gewesen, die Gastfreundler von mein Gott, sein Papa. Und man hat das scheine Heim, es sind gewesen, fünf Kinder in Heim. Und nachher hat Geschwister noch in Polen noch verheiratet. Und schon Buch Hashem hat sehr schöne Heimat als Kinder. Man hat gelacht, man hat gespielt. Noch keine jüdische Schule nicht gewesen, vermeintlich. Von der Jüdischen, ja. Von der Jüdischen gewesen, eine jüdische Schule. Ich habe zwei Brüder gehabt. Ja, noch nicht du gewesen auf dem Bild. Ich bin gegangen an die große Schule. Ich musste mir einen Brief, einen Ruf, als Schabbos-Mensch in die Schule. Ich bin zu Hause gelassen, Freitag noch Mittag, sie gewesen, ein kurzer Tag. Viertel noch drei haben wir gemerkt, daheim gehen von der Schule. So die Jüdische, meine ich, ja. Schon ist es ein ganz schön jüdisches Leben in Antwerpen, ein sehr jüdisches Leben. Mein Gott, Papa hat gerade eine Bride, sehr bekümmerte Mensch. Und dann hat gerade ein Buch, eine Rebkiewe Schreibe, auch der Einigte für Rebschimme Zäufe. Und noch ein Buch, Raff Ehrenfeld, haben wir gehabt. Und man hat sich sehr gut gehalten mit dem Buch. Auf jeden Fall, dem Schabbos auf der Nacht, ist gekommen von Bet Sheva, sie ist gekommen auf Achtung, ist er von Bet Sheva gekommen, du musst besuchen. Weil sie mich gewöhnt, sehr nun. Sie sucht doch mehr. Ich habe gebacken Kirchen, was sei von sie schon eine Einigte, ihr Einigte. Sie haben sich sehr nun gehalten mit dem Spruch. Und bis ich habe leider sehr früh verloren, meine Taten. Ich war 56 Jahre alt. Ich war weg. Ich bin ein Blinddarmerei. Ich habe noch nicht gewusst, wie ich das operieren soll. Und ich war früher weg. Ich war mit meiner Mama geblieben und fünf Säulen. In Uchten war ein Schneefisches Jahr weg, drei Jahre später. Und schon 15 Jahre habe ich nicht gar nicht gehabt. In der gemachten Krieg. Sie ist gestorben in 39. Gott sei Dank ist sie gestorben. Damals, weil es liegt so auf dem Platz. Sie ist nicht gewesen bei Hitler. Und sie hat haben sehr viel mitgemacht. In den Jahren 40, 39 hat das gebrochen, der Krieg. Sie hat in Februar ich bin Farbpeiser, Achtung Farbpeiser, ist ja weg. Im 1. September hat das gebrochen, der Krieg. Ist schon gewesen, ist schon gewesen auf Zürich. Ich konnte in der ersten Achtung, die Avionen sind geflogen, just über den Dach. Ich sagte noch, dann sage ich, oh, solche große Avionen, der Deutsch. Schon ist man gelaufen, sind wir gelaufen bis Frankreich.